Damit wieder recht herzlich willkommen wieder zurück auf unserem Kanal. Einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar spielen wir heute Holidays in Kurushevsk. Ich bin heute leider allein. Der Steve hat mir das Spiel zugewiesen und sagt zu mir, hab ganz viel Spaß bei dem Spiel. Und ich glaube ihm keinen Millimeter. Deswegen gucken wir auch einfach mal direkt rein. Okay. Tür geht zu. Und wir sind in einem Hausflur. Ich freue mich. So, was ist unsere To-Do? Vielleicht gehen wir erstmal in den Keller? As I remember, Granny lives in the, on the second floor. Okay, wir gehen nicht in den Keller. Wir gehen anscheinend zu unserer Oma. So, keine Ahnung, wer wir sind. Wir gehen aber erstmal in den second floor. Und gucken mal, was unsere Granny macht. Okay, der Fall, glaube ich, deutet darauf hin, dass wir hier rein sollen. Ah, okay, wir müssen erstmal aufschließen. Ist ja auch richtig, ne? Herr Oma ist ja erstmal abgeschlossen. So, das heißt, wir gehen erstmal hier rein und sagen, hey Granny, I'm here. Granny, hello. Okay, Granny scheint nicht da zu sein. Aber sie hat uns eine Notice hinterlassen. My dear grandson. Congratulations on graduations from the 7th grade. Hope your summer holiday will be great. I've been missing you so much, but I couldn't meet you as I had to go. I return home in the evening. Please unpack your luggage and take a meal. Love you, your granny. What? Your granny? To maybe? Warte mal nochmal. Love you? Your granny. To maybe the way, Sasha, thank you for the money that your parents and you gave me for my birthday. I went to a flea market a few months ago and bought there an old, very cute doll. Na toll. Now I don't feel so lonely with it. Ja, toll. I named her Masha Maria. I always wanted to name my daughter this way. Okay. Also, wir haben... I wonder what kind of doll Grandma bought. Also unsere Grandma hat ein Geschenk bekommen. Geld. Und sie hat sich auf dem Flohmarkt eine Puppe organisiert. Damit sie nicht so alleine ist. So, dann gucken wir uns erstmal hier kurz um. Erstmal Klodeckel runter. So gehört sich das. Aber ansonsten... Ein Quietschhähnchen. Aber ansonsten, alles soweit. Erstmal gut. Kann ich die Schlappen eigentlich anziehen? Nee, kann ich nicht. Hang your coat on... Okay, also wir sind... Okay. Wir machen uns das erstmal ganz gemütlich. So, die Granny hat ja gesagt, sie hat uns ja Essen gemacht. Ich gehe mal von aus, das wird sich hier unten befinden. Lecker Essen! Und eine weitere Notiz. Please go to Mrs. Cena on the fourth floor after you finished lunch. I think that now she is in the hospital. So maybe you won't meet her. But she wanted to ask you to do something and to leave you some sweets. Take her a jar of flour and sugar. They are somewhere in the kitchen. She wanted to make pies later. But first of all, you need to find the keys to her apartment. To be honest, I don't remember where I put them. Okay, Granny hat irgendwo im Haus den Schlüssel liegen lassen. Sie kann sich leider nicht mehr daran erinnern, wo. Ist natürlich nicht so optimal, aber den werden wir jetzt mal gleich suchen. Vorher essen wir uns natürlich erstmal richtig lecker zu. Und siebte Klasse, wir sind gerade von der siebten in die achte gekommen. Verstehe ich das richtig? Mrs. Cena may need it. Sugar. Sugar. Oh, honey, honey. Und, heißt wir sind von der siebten in die achte? 14, 15? 16? 14? So in dem Dreh? Vom Alter her? Würde ich jetzt mal behaupten. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch Flour finden. Mrs. Cena may need it. Haben wir sogar gefunden, sehr gut. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch the key. Jetzt ist die große Frage, wo könnte sich dieser Schlüssel verstecken? Hier unten? So, I find the keys to the collect the sheets. Was denn für Cheats? Okay. Egal, wir gucken erstmal weiter. Und schauen uns anscheinend erstmal in der Wohnung um bei Granny, weil wir waren anscheinend lange nicht mehr. Also so würde ich sagen, wow, nothing has changed here since my childhood. Okay, man hat sich wirklich umgeschaut.
Aber wo könnte jetzt der Schlüssel von Mrs. Cena sein? So, bis jetzt geht ja das Spiel eigentlich ganz gut los. Ne? Muss man ja auch ganz klar sagen. Bis jetzt ist alles noch entspannt. Oh, warte mal, hier ist ein Schlüssel. Ist es der? Ist es der? Gib mir! Key to neighbor's apartment. It will be help to unlock the apartment on the fourth floor. Na dann, I go to Mrs. Cena's to help her. Na dann gehen wir erstmal nach oben in den vierten Stock und helfen erstmal Mrs. Cena. Na gut, dann gucken wir mal, was Mrs. Cena oben hat für uns. Anscheinend ein bisschen sweet and candy. Wir müssen hier anscheinend rein. Was war denn das für ein Loading Screen? Okay, wir haben hier eine weitere Notiz. A note from Mrs. Cena. Sasha, your grandmother told... Wie heißen Sasha? Sind wir eine Frau? Okay, cool. Also sind wir ein Mädel. Your grandmother told me that you were going to visit her. I'm so glad that you are ready to help me. First, please cover the table, sofa and chair in the room with sheets. I'm going to renovate my apartment. I plan to throw away the rest of the furniture. It doesn't need to be covered. Second, remove the wallpaper on the wall next to the bed. Third, please leave the flour and sugar on the table in the kitchen. I make some pies and will be waiting for you tomorrow. Fourth, take the sweets that I left for you in the box in the kitchen. Okay, also wir fangen als erstes mal an, die Cheats zu machen. Also wir müssen, also Cheats sind ja, hier so eine Laken, ne? Die müssen wir... Okay, wir packen anscheinend sofort the Sugar hin und the Flour. Und okay. Hallo, mach doch auf. Okay. So, wir sollen das Bett... War das nicht das Bett? Okay, es war nicht das Bett. Den Chair? Okay, das können wir noch nicht... Gott, was bist du denn? Ich weiß ja nicht. Das sieht sehr komisch aus. Was war das? What the fuck? Aber ich habe doch schon zwei Cheats. Achso, vielleicht muss ich das da unten noch nehmen? Was denn? Kann ich jetzt das abdecken? Geht das? Also wir sollten ja einmal the table. The chair. Okay, nee. Sofa. Und den Sessel? Ah, und den Sessel. So, als zweites sollten wir bei dem Bett irgendwie Tapete entfernen. Also hier, oder wie? Achso, hier. Und wir finden dahinter eine Kassette. Natürlich, Sasha, listen. Warum ist es genau an mich gerichtet? Oh, I've seen her an... I've seen here an old cassette player. Ich habe nicht einen Kassettenplayer bis jetzt gesehen. Wo hat denn Sasha jetzt einen Kassettenplayer gefunden? Okay, wir gehen jetzt mal weiter in die Küche, weil wir haben ja noch Sweets. In Lecker, wo kommst du denn her? Was bist du denn? Achso, hier. Hier, ein bisschen Süßigkeit. Lecker. Ja, ey, die nehme ich hier noch mit. Jetzt können wir zumachen. Danke, Cena. Danke. War ganz lieb von... Uff, I think I've done everything. Now I can return to Grandma's apartment. Wer macht denn die Tür auf und ballert hier einen Ball rein? Ich hasse diesen Loading Screen. Bin ich jetzt... Ich bin anscheinend wieder bei meiner Grandma? Was ist hier passiert? Ich dachte, die Grandma ist nicht da. It's just Dusty. Miss you here. Apartment Granny doesn't feel. I must help her. I sweep and put the dishes in the... Okay, ich muss irgendwas mit dem Geschirr machen. Okay. Geschirr. Kennst du das Geschirr? Okay, wir nehmen das Geschirr einfach mal mit. Was sind das für Geräusche?
Great, now I can organize a place for sleep on the sofa and relax for a while. Granny will come soon and we will... Warum gehen denn die Texte so schnell weg? Ich kann das nicht immer lesen. Okay, ich muss schneller lesen. Okay, wir sollen uns das jetzt hier auf dem Sofa gemütlich machen. Let's do it. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben noch eine Kassette gefunden und wir brauchen eigentlich noch einen Kassettenplayer. Um, es abzuhören. Aber wir relaxen jetzt erstmal, bis unsere Großmutter kommt. Und wir warten. Und es ist dunkel. What's going on with the light? I haven't turned it on. Wenn du das nicht warst, ist das vielleicht unsere Oma gewesen? Omi? Omi? Was war das? I have a cassette that I took from Mrs. Cena's apartment and I need to listen to it. Also hier oder was? Ist das ein Kassettenplayer? Anscheinend. Scheiße. Okay, wir hören mal rein. I have a feeling that this doll is looking at me if I throw her alive. It's like she came alive every time I go to bed. I haven't slept for 3 days at night. I hear stomping, sometimes children's laughter. I'm very scared. But I think I know how to rid this game doll. If I only could find my letters. What the fuck? Ich sehe halt nix. Es ist wieder zum Ich könnte kotzen. Okay. Wait a second. Also unsere Oma hatte Geburtstag. Wir haben ihr ein Geschenk gemacht, indem wir ihr Geld geschenkt haben. Ist nicht das beste Geschenk, aber okay, kann man machen. Damit ist unsere Oma zum Flohmarkt gegangen und hat sich eine Puppe geholt. Damit sie nicht mehr so allein ist. Ich habe keine Ahnung, wo diese Puppe ist. Und ich will sie eigentlich auch gar nicht finden. Ich sehe halt wieder gar nichts hier in diesem geilen Ort. Hier raus? Hallo? Ich sehe nichts. Ich sehe. Okay, warte. Okay, das ist der Ausgang. Kannst du mal anbleiben, richtig, Lampe? Kannst du mal Licht machen? Okay. Habe ich die Tür gerade zugemacht? Was ist denn da draußen los? Warte. Ich sehe halt nichts. Was ist da? Ist da was? Hallo? Ist da ein Fenster? Was ist das? Bin ich jetzt am Fenster? Ich sehe wirklich nichts. Es ist einfach scheiße dunkel. Warte mal, kann ich? Ganz kurz. Video Settings. Gamma. Wir müssen das Gamma leider komplett aufs Maximum hochziehen. Es geht nicht anders. Ich sehe halt nichts. Okay, ich sehe trotzdem nicht mehr. Das ist natürlich schön. Was war das? Oh no. Granny? Oma? What's going on here? Ja. Und? Ja. Wer zum Fick war das? Hallo? Ist das die Puppe? Oh Gott, ich hasse sie jetzt schon. Du bleibst hier, ne? Du
fiese, kleine, miese Kackpuppe. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, geh weg! What the hell? Okay, sie ist weg und... haben wir sie jetzt dahin? Was ist mit dir passiert? Spiel, ey, Stevie, warum muss ich das denn jetzt schon wieder spielen? Und natürlich, natürlich ist das Licht jetzt hier überall ausgegangen. Natürlich. Steht sie einfach, hat jemand ihr den Kopf einfach nur umgedreht? Ich habe gar keine Angst. Vor irgendwas. Der Fernseher ist jetzt aus. Weil ich hab ihn ausgemacht. Oder auch nicht. Kann ich ihn. Gott, leck mich doch am Arsch. Hallo? Sasha, this is Mrs. Cena speaking. Think about it. The grandmother was very fond of biology, especially human anatomy. Was war das jetzt für ein Hinweis? Also jetzt hat mich die Nachbarin angerufen, dass unsere Oma interessiert war an der Anatomie, also Biologie und so. Aber jetzt ist die Frage, wo finde ich denn, also netter Hinweis, danke. Aber okay, warte, sind das hier? Ja, das sind Bücher. Aber, warte, warte. Ich dachte, ich kann da was lesen, aber es ist halt auf Kyrillisch. Wer zum Teufel kann denn Kyrillisch? Also ich nicht. So, jetzt, als ob ich... Was ist das? Oh, okay, okay. Als ob ich jetzt hier das Buch finde von Oma. Ist hier irgend... Warte. Okay, ich habe das Buch gefunden. Was passiert jetzt? Hallo? Warum ist denn das Licht jetzt ausgegangen? Mann, was für ein Scheiß! Ich sehe wieder nix! Denn jetzt hier? Ist das ein Geheimraum? Was ist hier passiert? Many things remind me of Granddad in this room. Mhm. Mhm. Okay. Okay, okay, okay. Let's take a look. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Buch. Blutbeschmiert. So eine Scheiße. Unser Großvater wahrscheinlich. Eine super geile Maske. So, was war? Habe ich hier gerade was gehabt? Achso, nee, das ist die Tür, die ich zumachen kann. Okay, wir haben hier noch eine Notice. Sasha, this doll is really evil. She's driving me crazy. She's the one who made me ask you to come here on your holidays. Mrs. Cena and I spent a lot of time trying to figure out how to get rid of this monster. I made notes with special ink to hide them from praying eyes, but you must understand everything. You need to use your grandfather's old camera to find my notes. It's a pity he died 4 years ago. The doll will disturb you in every possible way. Be careful. Ja. Und ja. Okay, wir nehmen jetzt die Kam... Wir nehmen jetzt die Kamera. Und wir sagen herzlich willkommen, Outlast. I like it. Nicht. Ach du Scheiße, ey. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So, wir müssen jetzt Notizen finden, die unsere Grandma irgendwo hinterlassen hat. Ist halt die Frage, wo? Was zum...
Okay. Küche. Hey, hier wird nicht gekloppt. Ja, Stevie, danke dir für dieses wundertolle Game, das ich spielen darf, soll. Für dich. Ich freue mich. Sasha, you need to find old toys of the creature that lives in the stall in order to enchair it. Okay, Quietscheentchen, Bällchen und... Was ist das? Ein Vogel? Okay. Also, den Ball habe ich ja schon gesehen. Der lag ja hier vorne. Marsha plays all days with us. So, Quietscheentchen habe ich auch vorhin gesehen. Das war das Einzige, was mir sehr gefallen hat. Fuck. Die Tür zu. Und mach die Tür auf. Kann ich hier Licht anmachen? Natürlich nicht. Ich hab doch vorhin den Klodeckel runtergemacht. Ey, hört doch mal zu. Hello? Okay, Quietschhändchen habe ich. Okay. Hat sie mir jetzt den Ball geklaut? Okay, und irgendwo ein Vogel? War das bei Oma im... Ich kann leider nicht raus. War das bei Oma im... Im Schlafzimmer? Schadi! War ich hier draußen? Fuck you, ey. Aber ich komme nicht raus, okay? Cool. Dann gehen wir einfach, da wo die Puppe war. Gucken. Ob wir da was finden. Hello. Die scheiß Puppe ist auch noch weg. Warte, hier. Da, das hier. Was? Guck nicht so. Was war das? Was muss ich denn jetzt machen damit? Okay. Ich habe jetzt die Sachen. Habe aber keinen Plan. Ah. Put the toys here. Vom Fernseher. Na dann. Packen wir mal die Sachen dahin. I've pulled this whole. Achso, ich muss erst. Und jetzt? Und was jetzt? Können Sie anmachen? Ich habe keine Ahnung. I have no clue. Okay. Wir haben das Spielzeug dahin gepackt. Was machen wir dann? The Toys there. Okay, ja, haben wir gemacht. Müssen wir jetzt noch irgendwas anderes? Müssen wir jetzt noch ein Buch finden? Oder die Puppe? Okay, hier ist der nächste Hinweis. Find it to lock down the doll. Also wir brauchen dieses Bild. Weil ich weiß nicht, wo ich das finden soll. Weil an den Wänden hängt es halt nicht. Im Badezimmer sowie in der Küche ist es halt nicht. So, hier haben wir Grandpa, hier haben wir das. Hier ist noch Zeitung und so. Aber kein Bild. Warte. It will help to hold the demons. Spirit. Wir haben das Bild gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich freuen soll. Oh.
need to end this. Ja, 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 ja. Heißt? Heißt jetzt was? Fuck you, ey, diese Telefon. Better hurry up, the next clue is in the basement. Ja, ist klar. Jetzt gehen wir runter in den Keller. Weil wir es so schön finden, das geht. Was? Was, 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 was? Ich hab's nicht gesehen. What is happening? Der Ball ist hier. Warum ist der Ball hier? Hey, 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 hey. Sein Lieber. Können wir einfach gehen? Nein. Wir können nicht das Haus verlassen. I need to put down planks to get... Ich muss jetzt Planks finden? Also Bretter? Okay, wo sind Bretter? Hä? So, habe ich jetzt alle Planks gefunden, oder was? Okay. Anscheinend ja. Gut, dann gehen wir jetzt wieder runter und setzen jetzt die Bretter? Also wir haben ja nur ein Brett gefunden. Ich könnte gerade so kotzen. Und ich danke dir, Steven, für dieses wunderbare Spiel. Oh, ey, wirklich. Ja, Benni, spiel doch mal. Ist gar nicht so schlimm. Nee. Ist ein ganz nettes Spiel. Glaub mir. Kacke, ey. Hä? Wie? Wie? Reicht es nicht? Es reicht nicht. Ich muss noch weitere Planks finden, oder was? Hm, kann ich leider nicht lesen. Ach, hier ist noch ein Plank. Planky Plank. So, haben wir denn hier noch irgendwo? Nö. Hier noch? Was? Nee. Haben wir jetzt zwei? Also reicht es jetzt, das, was wir jetzt gefunden haben. Okay. Na dann, gehen wir wieder ganz nach unten. There's a valve, Mist. Okay, jetzt brauchen wir ein Rädchen. Oh nee, ey. Wo finde ich denn jetzt dieses Rädchen, bitte? Okay. Warte mal. Ja! Alter. Jetzt schallert's aber auch ganz schön böse. Wir haben das Ventilrad gefunden. Das war nicht bei Oma. Es war in... beim Treppenhaus. Lass mich doch hier durch. So, okay, jetzt haben wir hier... Also, warum muss ich denn jetzt hier den nächsten Clou finden? Ja, dreh doch den Kram ab. Ja. Ach du Heilige. The most complicated part is to find an old saint thing. Priest that lived on the first floor had it. I asked Mrs. Cena to help us. I understand that the doll will try to stop me. Look at the signs. Through your grandfather's video camera, they will lead you to your goal. Good luck, my sweetie. Klar. Klar, klar. Ah. Natürlich. Selbstverständlich. Ich soll jetzt gucken. First floor. Science. Ist das the first floor? Oder ist das das Erdgeschoss?
Jo, wenn das mal kein Sein ist. Vielleicht ist es aber auch nur ein Sein, dass ich mich verpissen soll. Aber das ist doch denn the second floor. Oder nicht? I need to go to Mrs. Cena's apartment on the fourth floor. Warum muss ich denn jetzt da hoch? Ich dachte, on the first floor. Also ich meine, wäre ja eh the second gewesen. Aber warum denn jetzt auf... warum denn jetzt bei ihr? I need to look around here. Ja und ja. So, jetzt soll ich hier auf Science achten, oder was? Ey, sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa. Hello darkness, my old... Friend. Sind das Signs? Das Bild hängt nicht mehr gerade. Also, ist das was gemeint ist? Ich weiß es halt nicht. So, hier ist auch nichts drin. Hello? Okay, hier ist ein... It seems... It seems? Was stand da? It seems? Ich könnte kotzen, wenn ich das... Okay. Also wir müssen anscheinend hier so einen Chatschlüssel finden. Ich habe keine Ahnung, wo... Vielleicht... Also... Hier? Maybe? Vielleicht im Klo. Oder auch nicht. Clue. Was ist das für ein Clou? An irgendeiner Tür? Mit einem Gerät? Okay, das heißt hier draußen irgendwo? Oh nee. Okay. Hier? Nein. Das ist die Frage, oben oder unten? Also wir gehen erstmal nach oben, weil es ist der kürzere Weg. Aber wir gucken mal. Ein Clou gewesen. Aber ich kann hier auch nichts. Also gut, hier oben auch nichts. Dann vielleicht hier unten? Okay, was ist das? What is this? Was? Ich verstehe das nicht. Treppe. Runter. Da irgendwo. An der Seite. Da runter. Ich habe keinen Schimmer. Was will mir dieses Bild? Was soll's mir sagen? So, irgendwo hier? Ich raff's halt nicht. Ich bin halt zu dämlich. Okay. Vielleicht hier? Mailbox. Also noch weiter runter. Bis zu den Briefkästen. Und noch viel weiter. So, hier sind Briefkästen, Freunde. So, und hier vorne auch. Warte. Nice. It will help to open the box in Mrs. Cena's apartment. Okay, cool. Was? Okay. Also. Gehen wir wieder hoch zu Mrs. Cena's apartment. Sollte ich jetzt da was gesehen haben? Falls ja. Das habe ich gesehen. Das dahinter habe ich nicht gesehen. Leck mich. Das ist ja mal.
Richtig gutes Spiel. So, jetzt können wir die Kiste öffnen, in der Hoffnung, dass... Was sollen wir in der Kiste finden? Kruzifix. It will help to expel the evil entity. Okay. Uns geht's nicht mehr so gut. Wir gehen einfach direkt zu Oma. Wenn wir es können. Ist mir egal. Gar kein Problem. Geh weg. Ich hasse Puppen. Weiche von mir. Du Mistviech. Haben wir es geschafft? Bitte. Granny, are you here? I've been resting after the journey. Also ich weiß... Es ist sehr viel passiert. Renny. Ich hab die Kamera nicht mehr. Hey, Granny! Da ist ja die Kackpuppe wieder. How is it? Thanks for playing. Was für ein Spiel. Oh, Gottes Willen, mein Herz. Also ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder, was der Stevie spielen wird. Deshalb sag ich erstmal reingehauen.